Ich bin sehr, sehr froh, dass diese Beichte so ausgeht. Das steht doch in gar keinem Verhältnis. Bro, Shampoo trinken. Ah, nee. Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ihr habt mir wieder auf Telonym eure Beichten geschickt. Was Böses, was Schmutziges, was Versautes. Mit Blasen kenne ich mich gut aus. Und wir werden heute wieder gucken, was ihr alles so angestellt habt. Und falls ihr ebenfalls was zu beichten habt, Link natürlich dazu unten in der Videobeschreibung. Ich, männlich 16, beichte, dass ich letztes Jahr den Laptop meines Bruders, männlich 15, den er für Homeschooling verwendet hat, mit Furry-Zeugs, zwinker, zwinker, verschmutzt habe. Er wusste aber nie, dass ich es war. Das ist echt das Highlight. Deshalb möchten wir drei jetzt auch Anzeige erstatten. Mit Anzeige? Ja, okay. Das geht doch nicht. Bro, warum? Zehner, dass dein Bruder nicht weiß, dass du das warst. Ah, hier ist ja plötzlich Schmuddelzeugs auf meinem Laptop. Wo kommt das nur her? Und dann guckt man, wer in dieser Familie dafür verantwortlich sein könnte. Die Mutter, der Vater, die Katze. Doch, der Bruder? Ich glaube, er weiß ganz genau, dass du das warst, aber es ist einfach zu peinlich, es auszusprechen. Aber er kennt ganz genau dein Geheimnis. Ich, weiblich 20, beichte, dass mich mein Chef auf Arbeit fast dabei erwischt hätte, dass ich während der Arbeit Barbie-Hörspiele anhöre oder auch Barbie-Lieder singe. Was hast du denn für eine Arbeit? Oh ja, ich bin Kassierer. Muss man auf der Arbeit nicht irgendwie arbeiten? Ich bin aber sehr froh, dass du es gerade eben noch geschafft hast, wenn der Chef so in der Ferne auftaucht, gerade eben noch das Hörspiel auszudrehen. Aber dann natürlich weiterhören, sobald er weg ist, weil man natürlich wissen muss, was macht Barbie eigentlich da am Schwanensee? Großes Problem, passiert mir auch ständig. Ich habe meinem Freund bei einem Blow in seinen Schwanz gebissen, weil ich sauer auf ihn war. Das steht doch in gar keinem Verhältnis. Egal, was er getan hat, das hat er nicht verdient. Vor allen Dingen, da rechnet ja auch keiner mit. Das ist ja eigentlich eine Situation, wo man so ein bisschen entspannter ist. Und wenn du dann zuschnappst. Ganz, ganz unangenehm. Ich würde gerne wissen, was er verbrochen hat. Hättest du gerne dazu schreiben können. Und dann hätten wir hier gemeinsam in den Kommentaren überlegen können, gerechtfertigt oder nicht. So würde ich jetzt erstmal sagen, tut er mir eher leid. Kann aber auch meine Perspektive sein. Moin, mein Sohn, 1,5 Jahre, fängt immer an zu bellen, wenn er dich im Fernsehen sieht. Was? Ich sehe die Verbindung nicht, aber hey, Kindermund tut Wahrheit kund, Zeit für ein Leckerli. Ja, Bro, an der Stelle schöne Grüße an deinen Sohn. Falls er gerade wild bellend durch die Wohnung läuft, sorry. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich ihm getan habe, dass es diese Reaktion hervorruft. Aber ich habe offensichtlich einen ganz komischen Einfluss auf Kinder. Das klingt sehr falsch. Bellt er dann nur einmal oder bellt er dann wirklich die ganze Wohnung zusammen, dass die Nachbarn denken, ihr quält den Hund? Ansonsten vielleicht wieder die Videos auf dem Handy gucken. 17 Jahre noch und du hast einen Furry zu Hause sitzen, ne? Was soll man machen? Anzeige erstatten. Oh! Ich, männlich 13, habe vor 2 Monaten einen Freund von mir fast getötet. Der hat eine sehr starke Kiwi-Allergie und ich habe ihm Adelholzener Kiwis ins Gesicht gesprüht. Zum Glück haben wir direkt ein Krankenhaus neben unserer Schule. Bro! Ich bin sehr, sehr froh, dass diese Beichte so ausgeht und du nicht was ganz anderes beichten musst. Ich hoffe einfach, dass er das nicht wusste mit der Allergie und nicht der größte Sohn ist und sowas macht. Dann bin ich aber sehr, sehr froh, dass alles gut ausgegangen ist. Nochmal schöne Grüße an deinen Kollegen. Ja, das, schön. Und du kriegst so einen Anruf zu Hause als Mutter. Ja, ihr Sohn ist fast gestorben. Wir sind gerade im Krankenhaus wegen einer Kiwi. Wenn du als Mensch an einer Kiwi scheiterst. Das ist stark. Ja. Falls euch übrigens diese wunderbaren Beichten gefallen, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und es kommt jede Woche eine wunderbare Folge vom Brainpain Podcast mit Flo Heider und mir. Checkt die gerne mal aus. Link in der Videobeschreibung. Ich beichte, dass ich meinen Cousin im Kindergarten von einem kleinen Baum geschubst habe. Abgesehen von einem gebrochenen Bein ging es ihm gut. Was soll das heißen, abgesehen davon? Das ist ja wohl schlimm, wenn man sich das Bein bricht. Ja, von so einem kleinen Baum. Also gut, sein Bein ist gebrochen und so, aber naja. Also ich würde schon sagen, das ist jetzt nicht so eine Kleinigkeit. Nett. Wirklich sehr, sehr netter Cousin bist du. Wenn ich dein Cousin gewesen wäre, würde ich das Jahre, Jahrzehnte vorhalten, dass du mich damals, vor Jahren, brutalst vom Baum geschubst hast. Und ich leiden musste. Ich hoffe, dein Cousin tut das auch. Ich, weiblich 18, bin der Grund, warum an meiner Grundschule die Regel aufgestellt wurde, nicht mit Schneebällen zu werfen. Ich habe so mit 7, 8 einem Jungen
Jungen einen Schneeball ins Gesicht und einen in die Brotdose geworfen. Er hat es verdient, also werde ich diese Tat nie bereuen. Erstmal Props dafür, dass du der Grund für eine Regel bist. Aber sind Schneebälle nicht dafür da, um ins Gesicht geworfen zu werden? Respekt auch dafür, dass du in die Brotdose getroffen hast. Aber ich muss natürlich meine Vorbildfunktion wahrnehmen und sagen, das ist sehr gefährlich. Da können Steine drin sein, die können ins Auge gehen. Da ist schon mal einer blind geworden von. Nur weiß immer nie einer, wer genau dieses Kind war. Aber an jeder Schule gab es so einen. Ich, männlich 20, beichte, dass ich auf den Freund von meiner besten Freundin stehe. Jedes Mal, wenn sie kurz den Raum verlassen hat, haben wir uns geküsst und wurden von ihrer Mutter dabei erwischt. Das ist mittlerweile ein paar Monate her. Niemand redet mehr darüber, aber er und ich küssen uns trotzdem noch. Bro, ich glaube, anstatt das hier als Beichte aufzuschreiben, solltest du vielleicht mal ein kleines klärendes Gespräch führen. Ich habe das Gefühl, da ist noch irgendwas, was so unausgesprochen ist, worüber man vielleicht reden sollte. Einfach auch der Freundin zuliebe. Ja, die denkt so, ach ja, ich habe so eine tolle Beziehung, alles schön. Und sobald sie aus dem Raum geht, bricht dieses Konstrukt in sich zusammen. Nett seid ihr. So ist das Leben, ne? Ich, weiblich 14, beichte, dass ich im Kino war und aus Versehen den Alarm ausgelöst habe. Der Alarm hat dann den gesamten restlichen Film über gepiept, ich habe nichts gesagt und jeder hat sich gefragt, welcher Vollidiot den Notalarm ausgelöst hat. Wie kann man einen Alarm aus Versehen auslösen? Scheiße! Oh nee! Ja, du chillst so im Kinosessel, bewegst dich so ein bisschen, zack, kommst du 8 Reihen weiter an den Notausgang. Macht da keiner was? Muss da nicht irgendwie einer kommen und das ausmachen? Naja, nee, lass piepen die restlichen 83 Minuten. Ja, so ist auch Spider-Man richtig entspannt, wenn die ganze Zeit im Hintergrund so eine Sirene läuft. Für die zusätzliche Dramatik. Ich, männlich 16, zu dem Zeitpunkt, 12 bis 13, hatte mal so Schiss vor einer mündlichen Prüfung in Spanisch, dass ich am Tag davor solche Sachen gemacht habe, wie zum Beispiel abgelaufene Sachen essen, duschen und bei offenem Fenster nackt schlafen oder Shampoo trinken. Am Ende wie immer nicht krank gewesen. Ich werde nie krank. Bei der Prüfung fast geweint und eine 5 bekommen. Props dafür, das war wirklich die beste Methode, um damit umzugehen. Bro, Shampoo trinken. Also, vielleicht klingt das jetzt so abwegig, aber anstatt sich selber zu vergiften, lernen. Es tut mir natürlich leid, das mit dem Weinen und mit der 5 und so. Aber ich hoffe, du hast immerhin eine Sache daraus gelernt, dass es nichts bringt, dass man Shampoo trinken sollte. Shampoo, oh! Wie sehr muss man sich selber hassen? Oder halt Spanischprüfung. Ich, männlich 26, beichte, dass ich damals im Kindergarten so sauer auf meine Erzieherin war, dass ich ihr Auto mit einem kleinen Stein an der Seite zerkratzt habe. Kam nie heraus. Ja, man checkt das nicht als Kind, man ist dumm und kennt keine Konsequenzen. Aber du kommst aus diesem Job raus und siehst dein voll zerkratztes Auto. Ich hoffe, du schämst dich wenigstens ein bisschen dafür. Mir ist das ja schon unangenehm. Ich glaube, als Erzieherin hätte ich einfach gekündigt. Oder dich umgebracht. Eins von beiden. Ich, männlich, beichte, dass ich einen zweiten Instagram-Account habe, wo ich mich als Mädchen ausgebe. Aber Bro, warum? Du hättest gerne noch schreiben können, was du jetzt eigentlich davon hast und was genau du damit machst. Benutzt du dann Fotos von dir trotzdem oder ist das einfach so ein Fake-Ding? So mit Bart einfach. Glatze, Bart, hallo, ich bin Ulrike. Ja dann, viel Spaß auf deinem zweiten Account. Ich, 15, beichte, dass ich so vor circa 5 Jahren, als du noch eine etwas kleinere Community hattest, einen krassen Crush auf dich hatte. Da warst du 10. War dann in einer WhatsApp-Gruppe von Fans von dir und habe jemanden, 16, kennengelernt, der genauso aussieht wie du und den gleichen Humor hat. Wir haben morgen unser 3-Jähriges. Ist ein bisschen parasozial, aber danke dir. Bro, ja gut und damit es nicht zu abgedreht hier wird, würde ich sagen, sind wir wieder am Ende angelangt. Euch natürlich viel Spaß, herzlichen Glückwunsch bei eurem 3-Jährigen, aber trotzdem ein bisschen merkwürdig. Vielen, vielen Dank für die ganzen Beichten, wie gesagt, falls ihr ebenfalls welche habt, Link in der Videobeschreibung. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.